Zur kurzfristig einberaumten Pressekonferenz am heutigen Dienstag. Hier oben begrüße ich unseren Cheftrainer Daniel Thun und unseren Sportdirektor Benjamin Schmedes. Das Thema der PK haben wir bewusst noch ein bisschen offen gelassen, wurde ja schon spekuliert. Es ist ja auf jeden Fall nicht so, dass es die Spieltags-PK gegen St. Pauli ersetzt, die natürlich noch am Ende der Woche stattfinden wird, am Freitag. Warum wir uns allerdings heute in dieser Konstellation getroffen haben, das berichtet Ihnen nun Sportdirektor Benjamin Schmedes. Bitte. Ja, vielen Dank, Sebastian. Auch herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser dann außerordentlichen Pressekonferenz. Ich will dann auch direkt vorwegnehmen, warum wir dann auch zusammengekommen sind an diesem Dienstag. Grund dafür ist, dass wir die Länderspielpause maßgeblich dafür genutzt haben, um die Vertragswerke mit unserem Cheftrainer Daniel Thun und seinem Co-Trainer Merlin Polzin, die auslaufenden Papiere zum Sommer 2020 um ein weiteres Jahr verlängert haben, nun laufend bis zum 30.06.2021. Wir haben ja bereits unmittelbar nach der abgelaufenen Drittligasaison inhaltlich das ein oder andere Gespräch geführt, insbesondere dann der Trainer und meine Person. Da ging es dann vielmehr um das, was gelaufen ist in der abgelaufenen Saison, aber natürlich auch das, was die Themen dann sind, wie eine Weiterentwicklung dann eben in der Spielklasse höher sein kann. Und da natürlich auch immer mit thematisiert worden ist, wie eine Weiterentwicklung dann eben auch über das Vertragsjahr 20 hinaus aussehen kann und welche Inhalte da eine Rolle spielen kann. Dann ist natürlich auch kein Geheimnis, dass eine sehr intensive Transferphase gefolgt ist und wir dann eben jetzt in der Länderspielpause vertraglicherseits alles soweit regeln konnten, dass wir dann heute hier sitzen können und diese Verlängerung verkünden können. Kurzen Dank möchte ich an der Stelle loswerden für die offenen, zielführenden und auch fairen Gespräche, die dann eben auch dazu geführt haben, dass wir heute hier sitzen können. Ein weiterer Dank geht dann natürlich auch an den Jürgen Wehland, Geschäftsführer, der die Gespräche dann auch begleitet hat mit meiner Person, und natürlich auch an sämtliche Gremien des Vereins, die, das darf ich sagen, glaube ich, uneingeschränkt dann auch diese Entscheidung begrüßt haben. Nichtsdestotrotz erlauben Sie mir doch vielleicht den einen oder anderen Satz noch zur grundsätzlichen Einordnung dessen, was passiert ist, und vielleicht auch zu der Entscheidungsfindung, denn ich glaube, diejenigen, die mich ein bisschen länger kennen, die wissen, dass jetzt nicht nur einem kleinen Teil das jeweilige Momentum ausschlaggebend dafür ist, derartige Entscheidungen dann auch zu treffen und vorzubereiten. Vor nicht allzu langer Zeit, nämlich im Frühjahr 2018, saßen wir bereits hier und haben erstmalig den Vertrag mit dem Cheftrainer und dem Co-Trainer Merlin Polzin verlängert. Damals war die Gemengelage und sicherlich das Momentum auch ein Stück weit anders ausgerichtet, als es das heute ist. Das ist keine Frage. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt eben auch, dass die Überzeugung sehr, sehr groß ist, dass wir in dieser personellen Konstellation das Schiff um 180 Grad drehen können, um in eine andere Richtung vorzudringen. Und ich glaube, dass das die Geschichte ist bekannt, was im letzten Jahr gelaufen ist. Ich möchte das auch gar nicht zu sehr wiederholen, und nichtsdestotrotz, der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, dass es aber jetzt nicht darum geht, eine weitere Zusammenarbeit zu verkünden auf Basis dessen, was in der Vergangenheit gelaufen ist, sondern vor allen Dingen aufgrund dessen, dass ich und wir davon überzeugt sind, dass es in der personellen Konstellation die Weiterentwicklung, die schon stattgefunden hat, sich eben auch so fortsetzen kann. Und daher freue ich mich sehr, dass wir diese Verkündung dann eben auch entsprechend heute vornehmen können, und freue mich insbesondere auch auf die weitere Zusammenarbeit. Danke. Vielen Dank, Benjamin. Zu einem Vertrag gehören ja bekanntlich zwei Seiten, deswegen wollen wir natürlich auch den Cheftrainer Daniel Thun hören. Ja, vielen Dank. Beginne ich damit. Vor knapp 18 Monaten haben wir an ähnlicher Stelle hier gesessen. Da wurde verkündet, dass ich für weitere zwei Jahre der Mannschaft vorstehe, und weiß auch noch, und das möchte ich heute vielleicht auch noch dann zum letzten Mal betonen, aber nochmal mit einer gewissen Dankbarkeit dem Verein gegenüber,
Jürgen Lehlen stellvertretend und insbesondere Benjamin Schmedes, die in einer sehr, sehr schwierigen Zeit mir damals das Vertrauen für 2 Jahre ausgesprochen haben. Ich habe vor 1,5 Jahren dann auch betont, wie Fußball, wie meine Idee von Fußball sein kann, wie die Idee meines Fußballs oder den Fußball, den ich mit meinem Co-Trainer Merlin Polizin aufsetzen möchte, wie er vielleicht doch ein bisschen dem ähnelt, wo sich der eine oder andere Osnabrücker so ein bisschen nachsehnt und was ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich habe mir die Pressekonferenz auch nochmal angeschaut vor 1,5 Jahren und es waren viele Worte. Es wird vieles von mir auch vielleicht so kommuniziert, dass ich mich an dem auch messen lassen musste. Aber diese Herausforderung habe ich mich, glaube ich, gestellt, haben wir uns gestellt, haben wir uns als Verein gestellt und insbesondere wir als Trainerteam. Und dieser Entwicklungsprozess, den ich damals angedeutet habe, und da habe ich gesagt, dass der Weg angerissen ist, aber noch bei Weitem nicht so eingeleitet, wie ich ihn mir wünschen würde oder wie wir uns ihn wünschen würden. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Also wer da mal reinschauen mag, ich glaube, es war alles nicht leer, was wir geredet haben, sondern es war mit viel Inhalt in den letzten 18 Monaten mit Leben gefüllt. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich diese Chance nutzen durfte, beim VfL Osnabrück die letzten Monate genießen zu dürfen, auch wenn diese Mannschaft mich immer wieder vor großen Herausforderungen stellt und vielleicht das eine oder andere Grauhaar mehr dazugekommen ist, hat trotzdem der Verein und diese Mannschaft dafür gesorgt, dass ich die besten sportlichen Momente hatte, die ich als Trainer bisher haben durfte. Und das als vielleicht sehr junger Trainer in dem, was ich tue im Profibereich, aber vielleicht mit einer gewissen Erfahrung schon, dass ich deutlich lange Fußball spielen durfte oder deutlich mehr erleben durfte. Und da waren die Gespräche nach Saisonende, glaube ich, dann in der Richtung, dass wir erstmal wissen wollten, wo der ganze Weg hingeht, welche Entwicklungspotenziale wir besitzen. Jeder Einzelne von uns, Seite des Vereins, ich als Trainer und die Plattform Zweite Liga ist super für uns alle. Und wer mich kennengelernt hat, der weiß, dass ich nicht nach hinten schaue und mich nicht dafür feiern lasse, was erfolgreich war und auch nicht so weit in die Zukunft schaue, sondern hier im Jetzt bin. Und im Hier im Jetzt, glaube ich, das ist die beste Basis und der beste Moment ist, um weiterhin vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, weil das ist die Basis für allem, dieses Vertrauen, was da war, was mir gegeben wurde. Und ich glaube, das habe ich gerechtfertigt, aber den Anspruch habe ich auch, es weiterhin zu tun und freue mich dann auch, dass wir einen Vertrag geschlossen haben, jetzt bis zum 30.06.2021. Vielen Dank, Daniel. Ich gehe davon aus, dass es noch die eine oder andere Nachfrage geben wird. Steht natürlich die Möglichkeit dazu. Das Mikrofon könnte dann genutzt werden. Danke. Im Frühjahr 2018 war der VfL in einer sportlichen Krise und der Verein hat den Vertrag um 2 Jahre verlängert. Das hat sich ausgezahlt. Jetzt hat der VfL ein sportliches Hoch, nicht erst im Moment, sondern seit dem Tag. Und der Vertrag wird letztlich um 1 Jahr verlängert, auch wenn er jetzt erst im Sommer ausläuft. Vielleicht können beide Seiten mal die Frage beantworten, die auch viele Fans interessieren wird, warum es nicht zu einer längeren Vertragsdauer gekommen ist. Ja, ich glaube, wie Sie es gerade schon gesagt haben, erstmal ist festzuhalten, dass der Vertrag mit diesem neuen Verschluss ja nun auch knapp 2 Jahre weiter laufen wird. Und ich hatte das ja immer betont, dass ich mir auch gut und gerne eine längerfristige Zusammenarbeit vorstellen kann. Und das Ganze schließt das ja nicht aus. Wir haben es jetzt geschafft, eine Klarheit zu haben für das kommende Vertragsjahr. Aber das Vertrauen auf beiden Seiten ist, glaube ich, so ausgeprägt, dass wir uns eher darüber definieren, was wir uns inhaltlich zu sagen haben. Das heißt also, wenn ich mit dem Cheftrainer unter 4 Augen Dinge bespreche, dann wissen wir gegenseitig, dass wir uns darauf verlassen können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel wichtiger als ein Papier, das wir unterzeichnen. Wir brauchen nur in unsere Liga zu schauen, wo nach dem 6. Spieltag bereits 3-mal das Feld geräumt werden musste seitens des Trainers. Ich glaube, dass bei unserem Verhältnis, was besteht, dass das das Zentrale ist, worum es geht und nicht das, was auf dem Papier dann vielleicht ausgedrückt wird, aber nicht zum Leben erweckt wird. Ja, ich bin jetzt seit 2012 beim VfL Osnabrück in die 7. Saison gegangen und ich glaube auch mittlerweile der 5., 6. oder 7. Vertrag sogar, den ich unterzeichnet habe. Und wer aber diese 7 Jahre rückblickend sieht, stellt fest, dass das immer eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat, da wo ich bin und da wo ich gearbeitet habe. Und ich glaube, wir tun gut daran oder wir haben jetzt gut daran getan, dass wir
dass wir in dem Hier und Jetzt sind. Und ich habe jetzt jedes Jahr, wie gesagt, oder alle zwei Jahre dann meinen Vertrag auch ausgedehnt, weil es dann immer wieder Möglichkeit war, für mich auch aufwachsen zu können. Und das ist was, was ich von mir verlange und was ich auch von meinem Umfeld verlange. Und in dem Augenblick, wo Zufriedenheit und Stillstand herrscht, dann muss man zusehen, vielleicht auch das Ganze so ein bisschen dann wieder aufzuwecken. Und das sind vielleicht auch Momente, die ich in der Vergangenheit vielleicht erfahren habe. Und Zufriedenheit ist, glaube ich, das größte oder der größte Faktor, der ein Wachstum dann auch so ein bisschen einschränkt. Und ich will keine Wohlfühloase bauen, weder mir noch meiner Mannschaft. Und ich glaube, das sieht man immer so ein bisschen, dass die Mannschaft auch ein Spiegelbild der sportlichen Leitung ist, also sprich des Sportdirektors und auch meiner Person. Und da muss ich meine Mannschaft ein bisschen abholen. Und Entwicklungspotenzial ist gegeben. Wir haben jetzt sehr schwankende Leistungen in dieser zweiten Liga gehabt, aber deutlich bessere Leistungen, als viele Skeptiker sie von uns erwartet haben. Ja, und das ist die größte Herausforderung für mich, dass ich mit dieser Mannschaft dann weiter auch wachsen darf. Und das, was ich eingangs halt auch gesagt habe, sie hat für die beste Zeit als Trainer für mich gesorgt und das soll sie auch weiterhin. Und das macht es vielleicht dann ein bisschen einfacher jetzt, wenn man so eine Verlässlichkeit hat für die nächsten Monate. Der eine oder andere Spieler hat auch sicherlich bei mir nachgefragt, wie es ist, wer steht im nächsten Jahr dieser Mannschaft vor. Und das macht es vielleicht für alle auch einfacher. Somit natürlich auch im Hinblick darauf, was hat der Einzelne zu erwarten, wer steht dieser Mannschaft vor. Und ich glaube, da macht es dann Sinn, dass man das halt auch für einen Zeitraum begrenzt und entsprechend dann auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusammenfindet. Und wenn Wachstumspotenziale dann noch gegeben sind, dann geht man auch eine weitere Zusammenarbeit ein. Aber das muss die Plattform sein. Das heißt dann auch, dass es keine bei einem solchen relativ kurzen Vertrag keine Klausel gibt, die einen vorzeitigen Ausstieg im Falle eines Erstliga-Angebotes oder etwas dergleichen gibt. Ja, Sie kennen uns ja auch schon eine Weile und wissen, dass wir uns da zu den Inhalten, was wir besprochen haben, natürlich nicht weiter äußern. Aber ich glaube, es ist natürlich Ausdruck dessen, dass wir das tun, bedeutet schon, dass die Zusammenarbeit auf die Zeit, die wir dann auch geschlossen haben, ausgelegt ist. Das ist doch keine Frage. Und Sie wissen genauso gut wie jeder andere hier im Raum, wie dynamisch dieses Fußballgeschäft ist. Von daher, wir sind uns miteinander sehr, sehr klar, wie wir miteinander umgehen wollen. Wir haben das jetzt in Form dieses Vertrages ausgedrückt und jetzt eben auch heute veröffentlicht. Und der Rest bleibt in den Parteien. Noch mal zum Verständnis, ist jetzt ein neuer Vertrag geschlossen worden zu neuen Konditionen und mit einer anderen Laufzeit. Es ist nicht jetzt der alte Vertrag, der bis 30.06.2020 gegolten hätte, der existiert nicht mehr. Na, ich glaube, da sind wir jetzt schon sehr kleinteilig juristisch, weil das eine von dem anderen jetzt nicht unbedingt maßgeblich zu trennen ist. Also ob es jetzt ein 100% neuer Vertrag ist, der sozusagen sämtliche Punkte neu regelt oder ob einfach die Dinge, die neu besprochen worden sind, neu geregelt worden sind. Da sind wir jetzt sehr, 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 sehr kleinteilig. Aber Fakt ist, dass wir den Vertrag um dieses eine Vertragsjahr verlängert haben. Ist da immer so nett, Harald? Ja, um aus dem Kleinteiligen vielleicht rauszukommen, Daniel, wenn man dir zugehört hat in den vergangenen Monaten, ja, über Jahren jetzt mittlerweile, dann hast du ja immer darauf Wert gelegt, dass du eine Perspektive siehst, dass du natürlich auch sehen möchtest, dass dieser Verein dir vielleicht neue Perspektiven ermöglicht. Sind irgendwelche Zusagen dir gegenüber getroffen worden, von denen du annehmen kannst, dass eben Dinge, Trainingsqualität, Trainingsplätze vielleicht auch andere Möglichkeiten zulassen werden? In der täglichen Arbeit mit der Mannschaft in der nächsten Zeit, war das auch eine Bedingung für eine Vertragsverlängerung deinerseits? Ja, ich glaube, wir sind natürlich sehr, sehr schnell gewachsen, gerade im sportlichen Bereich. Also vor 18 Monaten lagen wir ziemlich am Boden und jetzt bewegen wir uns in der zweiten Liga. Und ich glaube, die Mannschaft ist dem Ganzen vielleicht etwas oder ist etwas schneller gewachsen als vielleicht das Umfeld, als die Infrastruktur, was ja offensichtlich ist. Ist ja ein Thema, was über viele Jahre dann auch schon immer wieder
ja, was immer wieder besprochen wurde. Das Einzige, was mir zugesagt wurde, dass ich grenzenloses Vertrauen genieße vom Verein, von den Gremien, von den handelnden Personen, von den verantwortlichen Personen. Und das hilft mir, in dem Bereich stark zu sein, wo ich, glaube ich, auch meine Kernkompetenz besitze. Und das ist im sportlichen Bereich. Und diese Mannschaft, das ist das, was ich sage, sie verlangt verdammt viel von mir in der wöchentlichen Arbeit und auch an jedem einzelnen Spieltag, dass ich meine komplette Energie auf das verwende oder verschwende oder einbringe, auf das Hier und Jetzt. Und natürlich wünsche ich mir, dass diese angerissenen Wege, von denen ich sprach, dass sie auch außerhalb unseres inneren Kreises, dass wir da Wachstum haben. Und deswegen ist es, vielleicht ist es auch dann sinnvoll, sich dann irgendwo dann auch immer wieder abzuholen und vielleicht dann nicht langfristig irgendetwas zu planen, sondern kurzfristig sich Ziele setzt. Und das ist was, dass ich da die Unterstützung genieße und auch, wissen wir auch, dass unser Präsident da fleißig auch in der Werbetrommel rührt, dass wir uns bewegen und diesen Wachstum, ja, den erwarte ich und das möchte ich erkennen. Und dann ist es ja super, wenn wir dann wieder alle gemeinsam wachsen. Aber vornehmlich habe ich ja immer gesagt, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, mit welchen Trainingsbedingungen ich arbeiten kann und was wir daraus geschaffen haben. Das war bisher nicht das Schlechteste. Und ich werde jetzt auch nicht durch eine Verlängerung irgendwelche Dinge einfordern, die sich vielleicht auch nicht kurzfristig umsetzen lassen. Aber ich möchte halt sehen, dass angeschoben wird und dass man nicht immer nur ziehen muss. Und das ist ja gegeben, sonst hätte ich mich ja dazu auch nicht entschieden. Frage an Benjamin Schmedes. Trainer sprach es gerade an, er wurde von Spielern angesprochen, wie es weitergeht. Das ist jetzt ein Schritt, da haben die Spieler Klarheit. Erleichtert das vielleicht auch die anstehenden Vertragsgespräche mit dem einen oder anderen Spieler, die auf dem Tableau stehen? Ja, auch die meisten Spieler wissen natürlich, in ihrem Geschäft umzugehen. Das heißt, sie wissen natürlich, dass es für sie schon maßgeblich ist, wer vor ihnen steht und die Richtung vorgibt. Sie wissen aber auch, dass es immer die Möglichkeit beinhaltet, dass es nicht derjenige ist, mit dem man die Gespräche geführt hat, derjenige, der über die gesamte Vertragslaufzeit auch derjenige ist, der die Richtung vorgeben kann und wird. Von daher ist es naturgemäß, dass jeder wissen will, wer sein unmittelbar Vorgesetzter ist. Das wollen Spieler genauso wie alle anderen, das eben auch entsprechend wissen möchten. Ich drücke es mal andersrum aus. Ich glaube nicht, dass das unsere Position bei dem einen oder anderen Spieler verschlechtert. Aber es wird sicherlich auch nicht so sein, ich würde mich darüber freuen, aber es wird sicherlich nicht so sein, dass mich jetzt heute gegen 15 Uhr fünf Spieler anrufen, die zu den Konditionen sofort verlängern möchten. Also da sind dann schon noch mehr Gespräche zu führen, als dann nur eine Entscheidung des Cheftrainers zu treffen. Aber nochmal, mit Sicherheit ist er eben auch ein Baustein, der viele von den Jungs auch so weiterentwickelt hat, dass sie das wertschätzen können, dass sie die Plattform, die sie hier haben, wertschätzen können. Und von daher gehe ich schon davon aus, dass es eher positiv konnotiert wird. Können Sie denn, Sie sind sicherlich in Gesprächen mit Spielern über Vertragsverlängerungen. Wie weit sind Sie da, ohne jetzt konkret auf einen Einzelnen einzugehen, rechnen Sie damit, dass es noch vor der Winterpause vielleicht, was ja wünschenswert wäre, zu Entscheidungen kommt? Ja, es macht ja immer wenig Sinn, jetzt zu sagen, wo und wie man steht oder bei wie viel Prozent man jetzt mit welchem Spieler ist. Ich glaube, wir haben es immer so gehalten, an jeder Stelle, dass wir dann, wenn es irgendwas zu verkünden gibt, dass wir das tun. So tun wir das heute. Ich glaube, der Baustein, den wir dann heute erstmal festgelegt haben und festgezurrt haben, ist ein sehr, sehr wichtiger. Es gibt weitere Bausteine innerhalb des Kaders, wo ich gerne das gleiche Ergebnis am Ende präsentieren würde. Wir haben das vorhin auch schon gehabt. Es gehören immer zwei Vertragsparteien dazu. Dementsprechend sind es dann eben auch die einzelnen Spieler, die dann dazu zählen. Aber auch das vielleicht an der Stelle mal zum Ausdruck gebracht. Der VfL Osnabrück ist der VfL Osnabrück und wir haben an jedweder Stelle, und damit bin ich eingeschlossen, genauso wie der Cheftrainer und jeder einzelne Spieler, haben wir hier eben auch eine Plattform, wo wir auch glücklich darüber sein dürfen, tätig zu sein. Und von daher ist es eben nicht so, dass ich mich irgendwo an irgendeiner Stelle in den Sand werfe, um hier irgendwelche Vertragswerke zu verlängern, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben eine klare Idee davon, in welche Richtung wir wollen und jeder, der diesen Weg gehen möchte, das sind in allererster Linie Cheftrainer und Sportdirektor, wenn es ums Sportliche geht, sind dazu herzlich eingeladen, unseren Weg zu bestreiten. Und wer das aus welchen Gründen auch immer, weil Rahmenbedingungen nicht stimmen, das nicht möchte, der ist dann vielleicht auch nicht der Richtige, um diesen Weg zu gehen. Von daher ist es so, dass wir das Heft des Handelns da schon weitgehend auch in der Hand behalten möchten.
die Aussage von Daniel Thun war ja relativ eindeutig, Entwicklung, er will sich selbst entwickeln, weiterentwickeln, besser werden und das gilt auch für sein Umfeld. Das ist dann auch eine Aufgabe, die Sie sich stellen und können Sie dazu noch mal was sagen, was muss passieren, damit dieser Verein sich dauerhaft im Profifußball etabliert? Was sind kurzfristige, was sind mittelfristige Aufgaben? Da habe ich ja im Grunde genommen auch nie hinterm Berg mitgehalten. Dass ich mit dem Beginn meiner Amtszeit, wo Daniel Thun bereits, ich glaube, 6-7 Wochen in seiner Position als Cheftrainer, erst interimistisch und dann eben bestätigt bis zum Saisonende da war, als ich gekommen bin, war das hier sicherlich dann eher der graue Drittligist, ohne wirklich eine echte Perspektive zu haben, mal eine 2 vor die Liga hinzubekommen. Und wir haben es in einer rasend schnellen Zeit, in einer unglaublich steilen Entwicklungskurve geschafft, dass wir jetzt hier sitzen dürfen und mit dem Cheftrainer eines Zweitligisten den Vertrag verlängern können. Es ist definitiv so, dass die Rahmenbedingungen in der Zeit, in der wir hier tätig sind, nicht in der gleichen Geschwindigkeit gewachsen sind, wie wir das sportlich sind. Das ist einfach nur ein Faktum. Das ist nichts, wo irgendwo ein Vorwurf draus zu kreieren ist. Aber es ist eben auch so, dass es schwer möglich ist, in der Zeit das so herzustellen. Wir wissen aber auch, dass wir gerade diese sportliche Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat, dass wir die wieder unterfüttern und untermauern müssen mit weiteren Inhalten, um uns, so drastisch muss man das auch ausdrücken, uns auf Augenhöhe zu bewegen mit dem, was wir jetzt momentan an Wettbewerbsumfeld haben. Und von daher ist das auch etwas, was ich zu 100% mit dem Cheftrainer teile, dass wir natürlich wachsen müssen in unserer strukturellen und infrastrukturellen in den Voraussetzungen. Ich meine, Sie begleiten uns teilweise zu unseren Auswärtsspielen und sehen eben auch, welche Möglichkeiten unser Marktumfeld dann eben entsprechend besitzt. Und die Erwartungshaltung ist dort schon so, dass wir ein gewisses Wachstum an diesen Stellen unbedingt benötigen. Das ist also unabdingbar. Aber das ist auch Konsens in dem, was wir hier intern tun, inklusive aller Personen, die für diesen Club tätig sind. Der Vertrag hat uns ja heute hier zusammengeführt, deswegen vielleicht doch nochmal eine Frage dazu. Gilt er über 2020 hinaus, unabhängig von der Spielklasse, in der der VfL spielt? Ich glaube, auch das zählt zu den Dingen, die Inhalte des Vertrages sind, die wir nicht weiter verkünden. Stimmt das, Daniel, oder darfst du das? Ich bin ja so aufgestellt, dass ich mich Gott sei Dank um die vertraglichen Details nicht kümmern muss, sondern mich auf das Sportliche begrenze. Und das auch heute erst erfahren, dass bis 2021 geht, oder? Ja, ich bin ja ganz froh, dass der Sportdirektor gekommen ist mit einer Vertragsverlängerung und nicht, dass er mich, dass er mit mir auflösen möchte. Also das haben wir ja auf anderen Seiten gesehen. Ich glaube, was ich ganz gerne noch ergänzen würde, ist, wir haben ja, ich glaube, alle sehr, sehr viel Freude aktuell an dieser Mannschaft und auch die letzten Monate gehabt, was hier so ein bisschen abgeht. Und das ist ja das, warum ich mich auch entschieden habe, diesen Weg weitergehen zu wollen, dass die Mannschaft ein unfassbares Entwicklungspotenzial besitzt und dass sie aber auch ein gewisses Maß an Stabilität braucht. Und das ist was den einen oder anderen vielleicht dann jetzt auch hilft. Wir haben gesehen, dass wir in den Auswärtsspielen vielleicht nicht ganz so performt haben, wie wir es wollen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch seit gestern Abend, dass wir die beste Abwehr der zweiten Liga besitzen. Also da machen sie schon mal vieles schon mal richtig. Also da freue ich mich als Trainer drüber. Aber klar sind wir jetzt auch an einem Punkt angelangt, wo der eine oder andere dann vielleicht auch nicht mehr diese Sicherheit hat. Und das ist ja das, was wir ihnen jetzt auch geben können, immer noch diese sportliche Sicherheit, dass sie brutal von mir gefordert werden in jedem einzelnen Training, aber darüber hinaus natürlich auch klar sein müssen. Und das ist vielleicht dann der Baustein Trainer auch, dass man vielleicht den einen oder anderen Spieler in den Reihen hat, dass es vielleicht Gründe gibt, warum sie hier Fußball spielen. Vielleicht hängen sie mit mir zusammen, aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Spieler in den Reihen, der vielleicht dann nicht mehr mit mir zusammenarbeiten möchte. Also es geht ja immer so in beide Richtungen. Und da gibt es so ein bisschen Klarheit jetzt. Und wer Klarheit im Kopf hat, hat auch meistens Klarheit in den Beinen. Und das hilft uns alle, weil wir diese Herausforderungen ja auch sehen, Woche für Woche, wenn wir auswärts fahren. Nicht nur strukturell, infrastrukturell, sondern auch sportlich. Aber ich glaube, das tut uns ganz gut und das tut dieser Mannschaft auch gut, dass sie da jetzt wieder zwei Jungs vor sich stehen hat. Und da schließe ich an Merlin Polzin immer gerne mit ein. Das ist vielleicht auch in dem Rahmen immer bekannt, ist diese Herausforderung, die die Jungs haben, die wir ihnen stellen, entspringen ja unserer beiden Feder. Und deswegen freuen wir uns, dass wir dann auch weiterentwickeln dürfen. Was mit dem Rest des Teams? Rolf Meyer, ist der Vertrag auch bis 2020? Oder
passt jetzt gar nicht? Oder ist er in dem Paket nicht drin? Na, also wir haben jetzt uns maßgeblich um Cheftrainer und Co-Trainer Tune und Polzin gekümmert. Rolf Meier ist ja langjähriger Mitarbeiter, der schon unter verschiedenen Cheftrainern auch tätig gewesen ist hier. Von daher gehört er ja nun schon fast zum Inventar hier. Auch an den Stellen, wo dort sozusagen jetzt für die laufende oder dann eben für die kommende Saison Gespräche stattfinden müssen, dann werden sie bei Zeiten eben auch stattfinden. Aber es ist ein Stück weit erstmal abgekoppelt von dem, was wir hier heute verkünden. Sind noch Fragen offen geblieben? Weiß die Mannschaft das schon oder sagst du es ihr morgen? Nee, dann nehmen sie es ja dem Netz gleich. Oder hast du es ihnen vorab gesagt? Ja, ich weiß, dass der Sportdirektor vorher das Funktionsteam und auch die Mannschaft informiert hat darüber. Ein paar Stunden her. Natürlich, die Mannschaft weiß Bescheid. Deswegen, das, was ich gerade gesagt habe, die eine oder andere Glückwunsch kam da rüber. Freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit. Ein paar Jungs fehlen noch, vielleicht haben sie es noch nicht gelesen. Vielleicht freuen sie sich auch nicht drüber. Also, das stellen wir mal in den Raum. Das darf jeder für sich selbst bewerten. Aber sie haben Klarheit und wissen, wenn nicht ganz so viel passiert, dass ich der Übungsleiter auch in den nächsten Monaten und bis 2021 bin. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, fürs Kommen. Und Einladung zur PK vor dem Spiel gegen FC St. Pauli folgt natürlich noch. Danke. Danke.